Hallo und herzlich willkommen zurück bei Infamous Second Son hier auf den Straßen von Seattle. Von einem relativ gesäuberten Seattle. Also relativ gesäubert ist natürlich übertrieben. Wir haben noch nicht so viel weggeschafft. Es gibt einmal noch zu viel. Und jetzt können wir eine riesen Schwefel... Wir können alles... Wir haben jetzt Level 2 erreicht endlich. Schwefel, Volltreffer, Asche-Explosion und Rausch... Rauschschuss. Rauschschuss wäre natürlich auch... Das wäre quasi Drogenspritze. Wir machen jetzt nochmal nächstes Upgrade, verbraucht 50% weniger Rauchenergie, das will ich auf jeden Fall haben. Das haben wir schon, Lüftungsheilung, das Sprinten durch einen roten Lüftungsschutz stellt etwas Gesundheit wieder her, das möchte ich gerne auch machen. Autoturbo, Springen wie X, das haben wir ja alles schon, lalala. K.O.-Volltreffer, gutes Karma der Stufe 3 benötigt, das dauert noch ein bisschen. Asche-Explosion, verbraucht 25% weniger Rauchenergie, da brauchen wir dann Karma Stufe 3. Schwefelreiter. Schwefelbombe, Schwefelreiter. Ich wollte gerade gucken, Schwefelreiter, was ist denn das? Wie komme ich jetzt auf Reiter? So, Schwefelbombe braucht dann auch 50% weniger Rauchenergie, das nehmen wir auf jeden Fall auch. Eine Riesenschwefelbombe. Erhöhen Sie die effektive Reichweite, in der eine Schwefelbombe L1-Feinde zum Husten bringt. Okay, das machen wir auch. Haben wir schon. Warum war da jetzt ein zweiter? Oder war da gar nicht? War das die zwei hier? Ätzende Dämpfe. Hustende Feinde bleiben über längere Zeit betäubt. Hustende Feinde können besiegt werden, um gutes Karma zu erhalten. Okay, das machen wir natürlich auch. Rauch entziehen. Erhöht die Rauchenergiekapazität um 60%. Das machen wir auch. Da brauchen wir Karma Stufe 3. Dann Aschegeschoss. Erhöht die Munitionskapazität für Aschegeschosse auf 4. Drücken Sie R1 um einen explosiven Rauch und Funkenball. Das kennen wir ja schon. Und dann machen wir direkt das nächste Upgrade. Und dann brauchen wir... Wir haben eh nur noch eine Scherbe. Oh, Sprint besiegen. Sprinten Sie auf einen sich ergebenden hustenden Gegner zu. Okay. Das heißt, wir brauchen auch wieder Scherben. Ach, ich habe mich ja umgedreht. 100% wird hier noch kontrolliert im Market District. In einer Stadt der Angst, sozusagen. Entschuldige. Katie arrives. Aha. Aller lieben Kate. Wieso duckt er sich vor mir? Ich mach doch gar nichts. So, was ist das denn jetzt hier? Viertel, Finalkampfmission. Verringern Sie die DUP-Kontrolle über dieses Viertel auf unter 30%, um einen Finalkampf zu provozieren. Das Viertel wird derzeit zu 50% kontrolliert. Ich dachte, das wären 100. Oder habe ich jetzt das Viertel gewechselt? Ach, ich glaube, ich bin wieder in dem Viertel. Da haben wir noch... Den Polizisten macht das ja nichts. So, die Durchsage zerstören wir einfach mal. Entschuldigung, Officer. Ich stehe nur so rum und gucke demütig herum. Nee, den will ich nicht ausschalten. Die Offiziere sind ja nett, also die Officers. Und da hinten haben wir den nächsten Turm. Unten links habe ich noch eine Kamera gesehen. Das heißt, wir können jetzt erstmal alles easy ausschalten hier. Weißt du was? Das will ich alles nicht. Ich will das nicht. In dieser unserer Stadt. War was, Officer? War was? Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Oh. Entschuldigung. Sitz. Platz. Der kleine, überhebliche Bastard. Okay, das Ding weg. Und die ganzen... Ich glaube, ich reiß die ganzen Dinger hier mal ein. Aber ich glaube, da war noch ein größerer Turm. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier alles wirklich wegreißen müssen. Ach komm, weißt du, das sind nur noch die beiden hier. Dann sieht es ja zumindest mal schöner aus. Raucherpause. So, jetzt sieht die Ecke schon mal ganz anders aus als eben gerade noch, als vorher noch. Die Polizisten bleiben unten. Ich weiß gar nicht, warum die eigentlich dann bewusstlos werden. Da habe ich nicht so viel Ahnung von. Und da drüben haben wir einen Geheimagent, sehe ich gerade. Das würde ich ja gerne mal sehen.
Wie wir den... Ich glaube, den müssen wir bestimmt einfach ganz normal ausschalten, ne? Der läuft einfach ganz normal rum. Der ist hier? Ich stehe hier nur. Ach, scheiße, schon wieder keine... Ah, weil ich die ganze Zeit diese Gebäude auseinandernehme, habe ich natürlich keinen Rauch dann übrig. Hey, guck mal, da können wir gleich sprayen. Aber erstmal brauche ich natürlich Rauch. Ach, da hinten ist der geheime Agent da auf dem Dach. Beziehungsweise, der ist ja gar nicht. Oh, wie schön das hier aussieht. Ist echt schön. Und Rauch gibt's auch. So, noch irgendjemand? Ich glaube, das war's. Ich will ja gar nicht so viel kämpfen. Ich werde immer wieder dazu gezwungen. Kann nichts dafür, es tut mir leid. Ach, sieh an, die Bücherei ist natürlich auch geschlossen. Restricted Area. Das ist schon kein Kriegsrecht mehr, das ist schon weiß ich nicht was. Hallo, die Herren. Na, wie geht's? Wundert sich aber auch keiner. Oh. So, was? Ein DUP-Agent versteckt sich in der Menge. Mit dem Bild können Sie Positionen finden und besiegen. Können Sie Personen finden und besiegen. Erstmal helfen. Okay, blaue Kapuze. Da macht jemand Selfies. Boah, Alter, wie soll ich denn da hinterherkommen, Mann? Ja, teleportiert dich auch einfach durchs Gebäude durch, damit ich gar nicht, damit ich nicht sehe, wo der hin ist. Boah, wie ätzend. Nein! Ja, genau. Ist jetzt hier durchs Haus, oder was? Und weg ist er. Ach, leck mich doch am Arsch. Das ist ein Scheißspiel. Toll, danke. Ich werde niemals müde zu helfen. Okay, das mit den Geheimagenten ist aber irgendwie nicht so geil. Also das fand ich jetzt nicht so prickelnd, weil den hat man so gut wie gar nicht gekriegt. Ich weiß, das ist ja der Kick wahrscheinlich dabei, dass man sich da ein bisschen anstrengen muss, aber das ist schon, also wenn der einfach durchs Gebäude läuft, das ist schon so ein bisschen ungeil.
Nein, wollte ich gar nicht. Der Befehl lautet, das Ziel wiederzufinden. Ach, hör auf. Ah, super. Woher kommen die denn immer, Alter? Tschüss. Brauche Sichtkontakt. Da oben, die Armee. Wie viel Schläge hast du? Na. Alter, wie viele da hinten auch sind. Da kam noch ein Auto mit weiteren Soldaten. Na, das hat's ja gebracht. Oh, hat's wirklich. Ist der Typ jetzt weg oder was? Nein! Scheiße. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich bin. Jetzt haben wir den Geheimagenten verfolgt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, wo ich... Na gut, wo ich hin muss. Das können wir ja mal kurz auf der Minimap gucken. Das Problem ist, wir müssen ja nirgendwo hin. Wir können ja hier fröhlich... Nein, ich wollte den Käfig gar nicht. Zivilisten ausgeschaltet. Scheiße. Ich wollte den verdächtigen Käfig doch nicht, das große Macht bringt große Verantwortung. Na gut. Das tut mir echt leid mit dem verdächtigen Käfig. Das ist mir ein bisschen peinlich. Tag Jungs, ich war das nicht. Was habe ich verdient? Du magst es grob, was? Baby, du kennst mich. Was? Ich brauche meinen Zuhälter? Was? Natürlich helfen wir. Wir sind alle sehr stolz. Na los. Aua. Narodny. Die Russen. So, wir ziehen uns aber was aus der Scherbe raus. Und dann würde ich sagen, wir können ja mal ein bisschen sprühen hier auch. Und da oben links, da sehe ich gerade, wo wir hin müssen. Wo können wir denn hier sprühen? Das mit dem Agenten war ja leider ein Reinfall, das tut mir echt leid. Probiert haben wir es immerhin. Aber vielleicht brauchen wir da noch irgendwas, was die Geschwindigkeit erhöht. Das wäre schön. So, hier oben sprühen, da sieht's fast keiner, das ist ganz gut. Schlagfertiges Symbol oder Stützräder, wir machen Stützräder. Seitwärts. Ein bisschen schütteln. Sieht aber, das sieht ordentlich aus. Hm?
Das mit dem Sprühen finde ich immer noch ein bisschen ungewöhnlich, muss ich ja zugeben. Ich finde es ein schönes Element vom Spiel, aber ich finde das mit dem Gamepad finde ich immer noch ein bisschen ungewöhnlich, weil die PlayStation hinter mir steht, hinten links. Und der Monitor steht vor mir. Deswegen ist das noch ein bisschen sehr merkwürdig alles. So. Ich finde es aber gut, dass wir mehrere Motive haben, die wir da ansprühen. Und immer was Neues. Wir sprühen natürlich immer in Blau, weil Blau ist ja die gute Farbe. So. Nice. Mit den Rädern da unten vor allen Dingen. Also mit den Kästen als Rädern. Und die Welt sieht gleich viel schöner aus. Schön. Schablonenkunst abgeschlossen. Da gibt es immer so ein bisschen Guti-Punkte für. Das ist ganz toll. Mit den Guti-Punkten holen wir uns natürlich dann später die Level-Upgrades und so weiter und so fort. Da unten ist eine Kamera. Entschuldigung, Freunde. Was macht das denn hier? Ich traue mich schon gar nicht, diese Dinger anzunehmen. Eine Kamera versteckt. Verwenden Sie Ihr Telefon, um sie zu finden. Hinter dem Baum. Da sind zwei von diesen Zeitungskiosken. Hinter dem Baum. GG. Hier sind die zwei Zeitungskioske. Hier, da ist der Baum. Was? Suchbereich der versteckten Kamera verlassen? Dann ist das gar nicht der Baum. Dann sind das die beiden Dinger. GG. Da ist das GG. Dann ist das der Baum. Da komme ich ja super hoch. Sag mir nicht, ich verlasse den Suchbereich, dann hau ich dich. Das müsste doch der Baum sein, eigentlich. Nee, das müsste der Baum sein. Da sind die beiden, genau, da sind die beiden Kioske, da ist die Laufschrift. Hier ist das GG. Und da ist die Kamera. Versteckte Kamera zerstört. Juhu! Mach den Test! Wovor habt ihr Angst? Mach den Test! Wovor habt ihr Angst? Das ist eine Schuldemo. Okay, da kommt wieder so ein Typ. Da ist ein Viertel, hier so ein Telefon, wo man ums Viertel kämpfen kann. Das wollen wir momentan noch tunlichst vermeiden. Alter, wie geil das hier aussieht. Ich feiere das immer noch. Da drüben ist wieder irgendwas Verbotenes. Und da oben ist irgendwas mit Akten. Das können wir auch gleich mal ausprobieren. Dann probieren wir in dieser Folge quasi mal ein bisschen diese Nebenmission aus. Das mit der Kamera war interessant. Finden und laden Sie das Audioprotokoll des Informanten in diesem Gebiet herunter. Ja, wer ist da? Nelson Rowe. Sie kennen mich nicht. Aber ich habe Sie beobachtet. Okay. Das ist ja mal gar nichts schräg. Ihretwegen gibt es selbst in Washington Gemunkel über Augustin und die Notwendigkeit des DUP. Ist doch toll. Ein weiterer Schritt auf dem Weg, Augustin bezahlen zu lassen. Nicht alles daran ist toll. Ich will Ihnen helfen. Aha. Und wie genau soll das aussehen? Ich kann Ihnen helfen, das DUP von innen heraus zu zerstören. Aber Sie müssen schwören, niemandem etwas zu verraten. Sollten die Informationen, die ich Ihnen gebe, bekannt werden, bin ich erledigt. Die werden mich sofort kalt machen. Sie sind der Einzige, der aufdecken kann, was Augustin mit den Conduits macht. Sie sind der Einzige, dem ich zutraue, das hier bis zum Ende durchzuziehen. Gut. Sagen wir, ich spiele erstmal mit. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen ein Programm aufs Handy geschickt. Damit finden Sie meine Berichte. Sie müssen sie suchen, anhören und weiterkämpfen. Mist, ich muss aufhören. Ein DOP-Informant hat hier eine Festplatte versteckt, 32 Meter. Ich muss dann mal ganz kurz hier raus wieder. Das war vielleicht im Parkhaus versteckt, aber offenbar...
vielleicht oben im Parkhaus. Da kommen wir aber eh nicht rein. So, wo ist hier, wo geht's denn nach oben? Ich probiere mal ganz kurz, ob wir da nach oben gehen können vielleicht. Das ist ja immer noch im Radius. Aber es müsste höher sein, es muss irgendwo oben sein. Was machen die denn? Ich hab gar nichts gemacht. Ich will hier noch mein Auto holen, du Arsch. Und gleich noch ein. Mann, ich will doch nur mein Auto holen. Was wollt ihr denn von mir? Hau doch nicht ab. Ist doch alles gut, leg dich mal hin, lies eine Zeitung. Tschüss! Nächstes Mal nimmst du das Fahrrad. Und schon steht jemand rum, okay. Okay, es wird schon weniger, das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier aufs Dach, da gehen wir mal ganz kurz hin. Das wird ja knifflig, das alles zu finden, alter Schwede. Wir sind auf dem Dach. Höher geht's nicht mehr. Und dann da oben. Nee, das ist ein Blatt. Da. Audioprotokoll herunterladen. Das ist der stärkste Conduit, den ich je gesehen habe. Und das gesamte DOP ist dir treu ergeben. Es war schon immer ihre Mission, Bioterroristen zu verhaften und die Welt zu beschützen. Darin war sie so gut, dass die Regierung sagt, das DOP wird nicht mehr gebraucht. Ich sag Ihnen, Kleiner, ich möchte im Moment nicht mit der Regierung tauschen. Augustin ist das DOP. Zu sagen, das DOP wird nicht mehr gebraucht, heißt, Augustin wird nicht mehr gebraucht. Keine gute Idee. Schlimmer noch, es ist ein Pulverfass, das nur auf einen Funken wartet. Einen Funken wie Sie. Okay, die Regierung will also das DOP verbieten. Das Problem ist, dass diese Augustin, das ist diese rothaarige Schnepfe, dass die momentan die Leitung ist und quasi das DOP auch selbst sozusagen in einer Person verinnerlicht. Und das hieße, dass sie nicht gebraucht wird und dadurch muss sie natürlich dafür sorgen, sie muss selber dafür sorgen, zu zeigen, dass das DOP gebraucht ist, wird. Das heißt, sie muss dafür sorgen, dass die Zivilisten Angst haben vor Bioterroristen und so weiter. Das heißt, sie ist bemüht, sich selber den eigenen Lebenszweck, die Existenzgrundlage zu schaffen quasi, indem sie den Bürgern Angst macht vor Menschen wie uns. Es war schon immer so. Angstpolitik. Wer schießt denn da? Ah, ist ja so ein Drogending wahrscheinlich. Oh, falscher Knopf. Ach, das macht den gar nichts. Ich dachte, die halten jetzt wenigstens an, aber das macht den gar nichts. Dann werde ich mal Folgendes tun. Oh, Mist. Ist das wieder hier? Nee, wir sind doch hier nicht an der Brücke, ne? Das ist woanders. Oder sind... Doch, ich glaube, wir sind wieder hier. Achso. Verdammt. Ja, Bioterroristen wollen die Haustüre töten. Das ist natürlich klar. Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Da muss die Boxen kaputt machen, wie es aussieht. Oh.
Junge Frau, kommen Sie. Was ist denn nur mit den Leuten hier? Warum sind die alle kaputt und tot und krank und so? Habt ihr nicht gesehen? Haben sie nicht gesehen, okay. Das hier auch nicht. So, aber die sind mir relativ egal. Ich wollte eigentlich mal... Und noch eine, Alter. Was ist denn hier los? Mach mal nicht. Drück mal die falsche Taste. Oh, Entschuldigung. Grad geheilt und schon... Naja. Und ich mach mal ganz kurz... Ich will mal ganz kurz gucken, wenn wir diese Boxen zerstören, wo die Durchsagen vom DOP kommen, ob das uns vielleicht noch das Viertel ein bisschen näher bringt. Ich dachte vielleicht, wenn wir diese Aufsage, wenn wir die unterbinden, dass wir da vielleicht noch ein bisschen das Viertel vereinnahmen können, aber offensichtlich nicht. Und hier scheint es was Neues zu geben. Wo der Typ seine Sachen versteckt hat, das glaube ich ja gar nicht. Sein. Da oben auf dem Brückenpfeiler vielleicht? Na, das klappt ja super. Da. Hier ist es. Kann es sein, dass die Augustin vielleicht selber so ein bisschen, na, machtbesessen ja sowieso, das merkt man ja also recht schnell, aber dass die selber vielleicht, eher diese Mission hat? Dass sie selber eher diese Mission hat, dass sie, ich weiß nicht, selber vielleicht die Kräfte von anderen für sich nutzen will? Leg dich hin, Junge. Drogendeal verhindert. Es ist schon wieder dieser Typ. Okay, das Ding haben wir auch verhindert. Sonst ist ja nichts. Ich wollte eigentlich im Grunde genommen, wollte ich ja nur da hinten den Turm nochmal kaputt machen. Und dann wollte ich ja vom Hafen auch mal weg.
Komisch, dass das nicht geht. Und natürlich Menschen helfen wollte ich auch. Und dann wollen wir natürlich auch mal mit der Mission langsam weitermachen. Alter, hier liegen überall die Verletzten rum. Was ist denn das für eine komische Stadt? Warum? Ich kenne keine Stadt, wo die Leute einfach so auf der Straße rumliegen und sich winden. Überall. Ist wirklich nicht einfach, ohne die Brücken in den Osten zu kommen. Aber wie geil das einfach aussieht. Boah. Entschuldigung. Ich bin einfach so eine Grafikschlampe manchmal, dass ich da echt... Boah, will ich die ganze Zeit gucken. Hey, hier waren wir doch schon mal an einem regnerischen Tag. Hier kommen wir doch hinten wieder... Ich erinnere mich. Eine Kamera versteckt. Na gut, dann machen wir das auch nochmal. Ist hinter der Scheibe mit Blick auf das Ding. Die ist total schwer zu finden. So, versteckte Kamera zerstört. Hier können wir nochmal ein bisschen Graffiti machen. Das heißt, schalten Sie alle Feinde im Gebiet aus. Alle... Huch, das war ja merkwürdig. Okay. Ich würde gerne auf die Nuss. Viertelfinalkampfmission ist jetzt verfügbar. Das DOP verliert die Kontrolle über dieses Viertel und gerät in Verzweiflung. Provozieren Sie einen Finalkampf, indem Sie die Propagandareklametafel verunstalten. Eine öffentliche Niederlage wird das DOP dauerhaft aus Queen Anne vertreiben und Ihrem Schnellreisenetzwerk ein Ziel hinzufügen. Das ist ja nice. Ja, da halte ich doch vor Freude mal mein Gamepad seitwärts und schüttel es. So. Na, das sieht da süß aus. Da wird sich der Herr Sigismund aber freuen. Nee, der David wird sich freuen, dass ich ein kleines Eichhörnchen dran sprühe. Die Verbindung wurde getrennt. Lade den Akku auf. Geil. Okay, Akku ist leer. Warte kurz, bin gleich wieder da. Moment. So, Sekunde, ich habe jetzt hier einmal das Gamepad gewechselt. Ich hoffe, das geht. Ja, ich möchte ihn gerne verwenden. So, DualShock, dann mache ich mal hier, ach, das ist ja mega aufwendig, eine Nuss sprühen. So, und jetzt sprühen wir hier einfach noch ein bisschen Schwärze drüber. Black Squirrel, Brother. Squirrel. Das war aber nicht ganz sauber, der Fuß war nicht ja ganz akkurat. Na gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Herr noch dazu sprüht. Gern geschehen, Bett. Ach schön, ist schon süß. Schablonenkunst abgeschlossen. Queen Anne 22% nur noch kontrolliert. Da hinten ist der Telefonapparillo. Mit dem können wir jetzt quasi... das Viertel dann kontrollieren quasi. Quäse. Wer hat übrigens diese Quäse erfunden? Ich finde das immer so ekelhaft. Im Kühlregal, Quäse. Wer will denn Quäse essen? Ich will Käse essen. Quark nicht unbedingt, aber Käse. Und... aber Quäse hört sich an wie Quanten. Ich will keine Quanten im Mund haben. Das ist nicht mein Ding. Was ist denn... ach, der Drogendeal da oben wieder. Wo ist er? So, haben wir das. Ich werde ihm Respekt vor dem Gesetz beibringen. Mir? Respekt? Mir? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe gerade geholfen. Ich verpiss mich. Oh, falscher Knopf. Ich verpiss mich. So. Die Frage ist, wollen wir... da hinten ist ja so ein Geheimagent-Ding... das könnten wir, glaube ich... nee, schaffen wir momentan... Ich will das gar nicht machen. Weil dann laufen wir wieder irgendwie durch 10 Viertel und sind schon wieder nicht mehr da. Das mache ich jetzt mal nicht, ausnahmsweise.
Ich schau mal, da hinten kann man noch was sprühen. Ich würde gerne möglichst viel vom Viertel einnehmen, bevor wir den Viertelkampf machen. Alter, was hier los ist. So, ich weiß nicht, ob wir da jetzt in unserem Viertel sprühen oder ob das jetzt das nächste ist. Das kann ich ja... Wäre schön, wenn auf der Minimap so ein bisschen die Grenzen eingezeichnet werden. Mir müsste mal jemand meine Grenzen aufzeigen. So, hier können wir wieder sprühen. Schablonkunst, Abracadabra. Mhm. Hört sich ja fantastisch an. So. Dann sprühen wir... Achso. Aha, wir zaubern also die DOP aus dem Hut, oder was? Das ist ja traumhaft geworden. So, ein schöner Mund. Achso, ein... Wie kann man denn trotz Schablone so unsauber sprayen? Das verstehe ich nicht. Da waren voll die Krissel noch am Bild. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der da aus dem Hut zaubert. Das sprayt der Kollege natürlich wieder schön selbst. Wir haben nur den Zylinder gesprayt und jetzt mal gucken... 14, du bist ein verdammt begabter Typ. Ach, sehr süß. So, 15% werden noch kontrolliert. Das heißt, es werden kontinuierlich weniger. Und das heißt, wir können bald den Viertelkampf beginnen. Da hinten ist schon wieder ein Drogenüberfall. Ich hab... Ja, langsam ist ja auch mal genug mit den Drogen. Ich weiß gar nicht, ich hab gar keine Worte dafür, wie viel Drogen es hier schon gibt. Und schön, guck mal, die Space Needle ist wieder clean. Die ja eigentlich angeblich ein UFO sein soll, wurde in den 50er Jahren gemunkelt. Ist da nicht ein Restaurant drin? Ich weiß es gar nicht mehr. So ein drehendes? So, und wir müssen jetzt da oben irgendwie hin. Da ist das Telefon für den Viertelkampf. Da kann man noch... Ach, kann man nicht. Okay, das war nicht hier. So, jetzt aber. Wo ist denn hier ein Telefon auf dem Dach? Da unten. Das ist aber schön gelegen. So, und hiermit verhöhnen wir also das DUP, wenn wir hier was dran sprühen. Da ist eine große Friedenstraube. Daube. Help DUP. Was haben wir denn da schon alles? Raccoon haben wir dran. This Billboard sucks. Pablo hat dran gesprüht. Lola. Mama hat dran gesprüht. Fetch is hot. Don't call the DUP. Eat SUS. Was? No one. Trust no one. Gary 1267. At the Goose irgendwas tagging. Keine Ahnung. So. Und wir starten jetzt die Viertelfinalkampfmission. Yeah! Natürlich erst in der nächsten Folge. Yeah! Das war doch klar, dass wir das in dieser Folge nicht mehr machen, denn wir sind ja schon in der Überlänge. Und dann hätten wir quasi schon das erste Viertel unter unserer eigenen Kontrolle. Ich glaube, das wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir alle Viertel unter unserer Kontrolle haben. Und dann arbeiten wir uns nach und nach vor, auch kräftemäßig. Ich glaube, es gibt noch was anderes außer Rauch. Ich bin mir... 1000%ig sicher, dass es das gibt. Ich erinnere dann so, hier im Endscreen sieht man das ja an einer Stelle, glaube ich sogar. Und da bin ich mal sehr gespannt, wann wir endlich die nächsten Kräfte freischalten. Aber jetzt erstmal in der nächsten Folge bringen wir das erste Viertel Queen Anne unter unsere Kontrolle. Viva la Revolution! What you can change your life.